der 16.11. um 19 Uhr. Ich bin Matteo und das ist Glitze. Wir haben diese Themen für euch. Großprojekt Digitalisierung an Schulen. Großartiger Preis. Und große Anstrengung. Hallo bei Lütze TV. Viele Lehrer aus ganz Deutschland haben sich in Berlin mit der Digitalministerin Bär zusammengesetzt, um über Digitalisierung an Schulen zu reden. Auch unser Direktor der Mittelschule Ebern, Herr Arnold, war dabei. Aber was heißt eigentlich Digitalisierung und was kam bei diesem Treffen in Berlin heraus? Alles, was ihr darüber wissen solltet, erfahrt ihr jetzt. Das ist die Digitalministerin Dorothee Bär. Das ist unser Direktor der Mittelschule Ebern, Herr Arnold. Und das sind etwa 30 deutsche Lehrer. Sie alle trafen sich Anfang November im Kanzleramt in Berlin, um sich über die Digitalisierung an deutschen Schulen auszutauschen. Doch was ist eigentlich Digitalisierung? Viele Lebensbereiche verändern sich, weil Geräte über das Internet vernetzt sind. Wir selbst erleben Digitalisierung in unserem Alltag. Früher wurden Briefe an Freunde geschrieben. Die Briefträger trugen sie am nächsten Tag aus. Heute verschicken wir ganz einfach Nachrichten über WhatsApp, die sofort bei unseren Freunden ankommen. Die Digitalisierung an deutschen Schulen ist sehr unterschiedlich weit fortgeschritten. Es gibt noch ganz viele Schulen in Deutschland, die so aussehen. Grüne Kreidentafel, Overhead-Projektor, kein WLAN. Und dann gibt es aber auch Schulen wie unsere Mittelschule. Statt Kreidentafeln verwenden wir Smartboards, mit denen man bequem Tafelanschriften speichern kann. Der Overhead-Projektor wurde durch den Beamer ersetzt und überall im Schulhaus gibt es WLAN. Außerdem nutzen wir Schüler zum Üben und Präsentieren iPads oder Computer. Gemeinsam mit Digitalministerin Bär sprachen unser Direktor und die 30 anderen deutschen Lehrer darüber, wie Schulen in Zukunft digital ausgestattet sein sollen. Ding. Welche Probleme dabei auftreten könnten und was für die Digitalisierung benötigt wird. Dabei wurden beispielsweise schnelleres Internet über Glasfaser und WLAN für alle Schulen angesprochen. Digitalministerin Bär möchte nämlich, dass alle Schulen in Zukunft mit neuen Medien selbstständig umgehen können. Schöne Neuigkeiten, die Mittelschule Ebern hat den ersten Platz beim Medienwettbewerb gewonnen. Aber was gibt es da eigentlich für einen Preis? Letztes Schuljahr nahm Frau Hahn mit den Schülern der Klasse 8c an diesem Videowettbewerb teil. In Tutorials sollten die Schüler zeigen, wie Digitalisierung das Leben verändert. Mitte Oktober wurden die Schüler dann nach München in den Gloria-Palast eingeladen. Dort gewannen sie mit einem ihrer Tutorials den ersten Platz in der Kategorie Technik und obendrauf einen Gutschein für einen Workshop mit einem bekannten Videokünstler. Wow! Da kann sich jeder James Bond-Film, glaube ich, eine Scheibe davon abschneiden, so tolle Videos, wie ihr hier beide gemacht habt. Also wirklich vollkommen zu Recht der erste Preis für euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir von Lützel TV haben ein paar der stolzen Sieger interviewt. Heute interviewe ich Caroline und Jan, zwei Gewinner. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr den Preis gewonnen habt? Ja, also wir waren sehr überrascht und wir haben uns richtig gefreut. Wie ist die Preisverleihung abgelaufen? Also wir sind mit dem Bus nach München gefahren und da sind wir in ein großes Kino gekommen. Dann waren wir überrascht, dass wir da überhaupt was gewonnen haben, weil das haben wir nicht erwartet. Und anschließend gab es dann Snacks und dann sind wir wieder heimgefahren. Danke, dass ihr mir zugehört habt fürs Interview. Die Mittelschule Ebern hat mal wieder ihren alljährlichen Waldlauf organisiert. Wir dürfen diesmal sogar live aus dem Studio dabei sein bei der Siegerehrung. Aber wer hat eigentlich gewonnen? Auch in diesem Schuljahr führte die Mittelschule Eberl wieder ihre traditionellen Waldlaufmeisterschaft durch. Bei sonnigem Wetter liefen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 eine Strecke von knapp 2 Kilometern. Die besten Läufer bekamen in der Schule Medaillen und Pokale.
Schulsieger wurde mit einer beeindruckenden Laufzeit von 7 Minuten und 13 Sekunden Dennis. In der Jahrgangsstufe 5 und 6 gewann Katharina Ibel und Sahilani jeweils einen Pokal als Erstplatzierte. Hier seht ihr ein Foto aller Pokalgewinner. So, das war's auch schon wieder bei Nütze TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis morgen. Tschüss! Hier die Wetternachrichten von Samstag, den 17.11.2018. Heute in Ebern um 6 Uhr wird es klar bei minus 1 Grad. Mittags um 12 Uhr bleibt es noch klar bei 6 Grad. Im Laufe des Abends gegen 19 Uhr ist es leicht bewölkt bei 2 Grad. Hallo Juzeline, wann ist dein Geburtstag? Am 27. November. Und welches Jahr? Natürlich jedes Jahr.